Guten Morgen. Und dann würde ich sagen, gar nicht lang faggeln und weiter gerannt. Ich glaube, es ist auch gar nicht mehr so viel, ne? Ich glaube noch zwei. Alter. Ich glaube noch zwei oder so sind's in etwa. We will see. So. Das weg. Und diesen hier. Und stimmt. Da mache ich dann erstmal hiermit weiter, ne? Warte mal, ich glaube, ich lasse das Portal sogar so lange hier noch stehen. So. Und dann gucken wir mal. Halt. Schwade, kannst du mal bitte leuchten? Dankeschön. So, hier rein, wa? Und nochmal ein bisschen gekloppt. Ich höre schon wieder hässliche. Bloß wachsam bleiben. 10 Sekunden ist auch unser Energieschild down. Den Moment werden wir bestimmt nutzen und genau dann ankommen. Warte, ich kann den neuen Trank ausprobieren. Das mache ich. Ich gehe mal kurz zurück und hole den anderen Trank, den anderen Ausdauertrank. So, und da nehme ich mir tatsächlich auch nur einen raus. So. Und dann gucken wir mal, wie lang der wirkt. So, Energieschild. Und dann würde ich sagen, wir gehen hier zum Schädel. Gehen oben drauf. So. Und dann schmeißen wir uns mal den neuen Ausdauertrank rein. Zack. 5 Minuten. Naja. Gar nicht so wenig. Aber wir sollten damit theoretisch schneller buddeln können, ne? Wobei ich gerade sehe, dass wir beim Buddeln ohnehin 0 regenerieren. Aber ich glaube, wenn wir dann warten, dass es regeneriert, sollte es richtig schnell hochgehen. Jetzt zum Beispiel. Ja. Gar nicht schlecht. So, ich weiß gar nicht, wie weit ich hier rein muss. Vielleicht buddel ich schon viel zu weit. Ich glaube, ich fange jetzt mal an, das Weichgewebe wegzuschöpfen. So, hier haben wir was. Aber hier ist Weichgewebe, ne? Mal gucken. Ich buddel mal direkt hier hinten als erstes. Aber hier sieht man den Schädel. Die Schädeldecke. Ich glaube, das ist okay so. Halt, hier oben noch. Sonst komme ich dann nachher nicht mehr ran. Ich jump mal da in dieses Loch rein. Hier. So. Sehr gut. Na, komm. Raus hier. Oh Mann, ist das nervig. Ich will jetzt hier doppelt buddeln müssen. Aber gut, was soll's. Und weggekloppt. Geht echt schneller so, ne? Ich glaube ja. Ich hatte die ganze Zeit gedrückt. Und trotzdem buddeln wir, glaube ich, schneller. Ja. Was ja Sinn macht mit unserem Trank. Na komm. Stimmt, und den anderen Ausdauertrank kann ich jetzt währenddessen nicht trinken, ne? Das ist natürlich der gemeine Nachteil. Aber andererseits wäre es, glaube ich, auch sonst zu OP. Könnte man sich hier einfach alle Tränke ballern und let's go. Und wie sieht's mit Essen aus? Ist eigentlich noch okay und ist fürs Buddeln sowieso gerade nicht wichtig. Wie wir wissen, auch wenn wir einen langen Ausdauerbalken haben, ändert das nichts daran, wie schnell wir buddeln. Das weiß ich, weil wir sehr, sehr, sehr viel gebuddelt haben in unserer Vergangenheit. Ich meine, unsere komplette Base, ne? Das, ja, ist ja dann doch schon eine ganze Menge. Da habe ich eine Menge übers Buddeln in Valheim gelernt. Könnte man so sagen. So, geht's hier überhaupt noch weiter runter? Ja, ne? Oder bin ich hier allmählich auf dem Ground Zero? Ich weiß, Ground Zero ist was anderes, ne? Bin ich auf Bedrock? Nee, geht noch weiter runter. Das hier aber nicht, ne? Nee.
Das heißt, wenn da Weichgewebe ist, dann ist es leider verloren. Aber was soll's. Wir haben trotzdem ordentlich was abgefrühstückt. Wir haben jetzt schon einen halben Stack. Über einen halben Stack. Aber ich glaube, pro Schädel kriegt man knapp zwei Stacks voll. Also ich glaube, man schafft es nie, zwei volle Stacks zu bekommen. Ich weiß aber auch nicht, ob das zufallabhängig ist. Gehe ich stark von aus. So. Aber ich weiß auf jeden Fall, das eine Mal hatten wir einen 40er und irgendwie 35 oder so. Aber ich habe das Gefühl, bisher ging uns noch keine verloren. Obwohl doch hier hinter diesem Stein, ne? Ich klopf den mal weg kurz. Da war was. Aha. Und der Stein hier muss auch weg. Den kriege ich nicht weg. Ja, der ist auf das Lowste. Das heißt, das hier kann ich noch abarbeiten. Na komm. Lass ihn mich treffen. Ich kann ihn. Also ich kann rüber havern und es kommt die Schrift. Dann muss es auch treffbar sein. Sehr gut. Haben sie jetzt aufgesammelt? Keine Ahnung. Das hat sich ja gelohnt. Aber ich glaube, ich habe es aufgesammelt. So, und das hier kriege ich nicht mehr weg, ne? Nee. Das ist Bedrock. Schade. Hier ist bestimmt Weichgewebe hinter, das jetzt weg ist. Na gut. Was soll's. So, dann von oben nach unten. So. Hier. Halt, 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 halt. Hier. Den Brocken da. Hier noch. Und so. Sehr gut. Hier versuche ich nochmal weiter nach unten zu kommen. Oh, hier ist sogar Wasser. Oh. Das macht es natürlich doppelt begrenzt. Ich erinnere mich, warum ich das Weichgewebe eingetragen hatte, aber nicht gebuddelt habe. Weil das ist schon echt nervig hier gerade. Aber was soll's. So. Hier ist noch ein bisschen. Da oben ist noch ein Brocken. Ein Brockengehirn. Oh, der Ausdauertrank wird nicht mehr. So. Und so. Und was schmeiße ich weg? Hm, hiervon 5. Reicht, glaube ich, schon. Ja. Da liegt noch Stein. Das ist okay. Hauptsache, wir lassen kein Weichgewebe hier. Kann ich hier noch wegkloppen? Ja. Aber kein Weichgewebe mehr. Doch, hier. Ha. So, hier nochmal gucken. Nischt. Gut. Ja. Also, das ist sauber abgearbeitet. Mehr kriege ich hier nicht raus. Hm, kann ich hier hochjumpen? Ich probiere es mal. Na komm. Na komm. Jo. Gut. Und das bringe ich erstmal weg, weil wir hoffnungslos überladen sind, vor allem von dem Stein. Also, warte mal, wie viel haben wir? Ja, 60 immerhin. 60 Weichgewebe. Das ist besser als 0. So, rübergerannt. Und reingeschmissen. Sehr gut. Was sagt der Tacho? Ja, alles gut. Wir haben es gerade mal kurz vor Mittag. Dann würde ich sagen, weiter geht's. So, das weg. Und jenes weg. Und dann können wir nämlich das hier auch entfernen. Und wir gehen zu der... Oh, warte mal. Hier fehlt ja ein bisschen was erkundet. Ein erkundetes Gebiet, meine ich. Da muss ich mal kurz drauf jumpen. Ja, nur da zu diesem Inselende dort. Ich glaube, es reicht schon, wenn ich hier drauf gehe, ne? Ja, das reicht. So. Perfekt. Ja, da drücke ich mal ein Auge zu. Drücke ich mal ein Dorn im Auge zu. Oh Mann. So, hier rüber. Das, dieser Punkt da, der eingetragen ist, ist die Mine, ne? Jo. Soll ich halt Türen machen? Keine Ahnung, aber auf jeden Fall mache ich jetzt noch mein Energieschild an und schmeiße mir alles hinter die Kiemen. Sicher ist sicher. Ich
finde, das sieht voll geil aus, wenn diese Steine, die so mit diesem Grün bedeckt sind, wenn da auch diese Pflänzchen drauf sind. So, als ob die Pflanze so hartnäckig wäre, dass sie es sogar schafft, auf Stein zu wachsen. Finde ich voll geil. So, hier rüber. Das sieht ja auch Hammer aus. Wie so ein Höhleneingang. Aber leider kann man keine Höhlen buddeln. Schön wär's. So wie bei Minecraft oder so, ne? Nein, ich will hier hoch. Komm schon. So. Eiktür spare ich mir mal, weil wir gleich bei der Mine sind. Und dann können wir das nämlich benutzen, wenn wir aus der Mine wieder raus sind. Weil da sind auch nur 6 drin. Das könnte also wieder schnell gehen. We will see. Aber erstmal die Ausdauer. Sieht man die Mine schon? Nee, ne? Müsste hier irgendwo sein. Ich glaube hier unter. Ah, hier. Hier drin. Im Felsen drin. Gut. Zack. Verschiedenes Bordel. Zack. So. Und wir haben hier alles free. Sehr gut. Also hinein. Und dann locken wir erstmal alle wieder hierher. Moin. Guten Tag. Hallo. Ich bin hier. So. Dann kommen die erstmal alle her. Dauert natürlich ein Weilchen. Hä, wo ist denn die Zecke? Eben gerade war sie doch auf dem Weg hierher. Ist sie runtergefallen? Wahrscheinlich, ne? Gut. Ja, wenn keine kommen, dann... Ah, da ist doch einer. Moin. So, du kriegst erstmal eine Salbe ab. Huch, oh. 1, 2 und wieder hoch. So. Und 2 Striche gemacht. 1, 2. Die anderen muss ich immer durchstreichen, sonst weiß ich nicht mehr, welche jetzt die aktuellen sind. So. Und du stirbst. So. Sehr gut. Und wir halten es erstmal links. Nischt. Rechts. Huch, oh. Schon bin ich da runtergefallen. Ich bin da so gemein, dass sie das auch so mit diesen Wurzeln überwuchert haben. Dass man schön nicht sehen kann. Dreist. Aber auch clever. Aber das ist es ja oft. Wow. Wow, 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 wow. Hey, hey, hey. Ganz ruhig, ganz ruhig. Was geht denn hier ab? Oh, oh. Da sollte ich mal ein bisschen aufpassen, wa? Okay. Und das da mit den Zecken war mir gerade wieder ein bisschen zu heikel. Ich mache mal mein Energieschild. Refreshen. Refreshing. Ich mache Refreshing. Ich mache ein Refreshing. Was ist denn schon wieder los, Alter? So. Schon wieder richtig im Fussel-Mode. Hörst du? Auf damit! Bam! So. Zecken sind doch schon echt penetrant, wenn sie dann erstmal an einem dranhängen, ne? Ziehen einem so das Leben ab. Oh, hier war noch eine 2-Sterne-Zecke oder ein Stern. Wir haben uns das eine mal gekillt, glaube ich. Na, komm mal, schön her. So. Ich erinnere mich daran, dass wir hier gestorben sind in dieser Mine. Genau hier, wo ich gerade bin. Jetzt komm mal runter. Im wahrsten Sinne des Wortes. So. So klingt's gern. Ach, von der Laterne. Ich verstehe. Alter! Lass mich in Ruhe! Bam! So. Platt gemanscht. Perfekt. Und weiter geht's. Da gehe ich mal noch nicht. Aha. So, da ist wieder ein hässlicher. Wir sind bei 4 von 6. 2 noch. Gut, 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 gut. Eins noch. Da spare ich mir jetzt mal einen Strich.
Einer noch irgendwo und dann nichts wie weg hier. Hier wahrscheinlich nicht, ne? Hier lang. Mann, ist das hier verwinkelt. Nee, nee. Na komm schon. Gar nichts. Irgendwo muss hier noch eine Nummer 6 sein, aber es ging hier auch noch weiter, ne? Dann muss es wohl in einem anderen Winkel sein. Achso, hier war ich ja. Wow! So. Unten, ne? Weil da war ich schon, da muss es unten weitergehen. Und da muss auch irgendwo ein Haufen sein. Oh oh. Zwei mit Stern. So, Nummer 1. Loot her, bitte. Du stirbst. Und. Piu. Und tschüss. Dann Mana aufladen. Weil da hinten wartet nämlich der andere mit Sterne. Will ich direkt killen, damit er mir gar nicht erst zur Gefahr wird. So. Und auf Wiedersehen. Und ist hier zufällig auch das letzte Gel? Nö. Na komm schon. So. Oh, da ist auch noch eine. Gut. Wie weit müssen wir hier denn noch rein? Warte mal, vielleicht hier. Na, Abzweig. Ja, hier ist er doch. Gut, tschüss. Nichts wie raus hier. Energieschild. Außerdem. So, wie sieht's mit Gewicht aus? 122 ist noch weniger als die Hälfte. Ich find's noch okay. Kann man noch so mitnehmen. Dann machen wir das auch. Also Portal weg. Und das hier weg. Und wir müssen zu der... Oh, mit 13 Gel. Aber wir müssen doch sowieso gleich erstmal pennen gehen, ne? Es wird gerade wieder dunkel. Und entsprechend habe ich Angst. Respekt, natürlich. Ehrfurcht. Ich habe keine Angst, okay? Also diese Leute, die so Sorge davor haben, zuzugeben, dass sie Angst haben. Dabei ist doch Angst einfach so etwas so Selbstverständliches und Normales. Und hat ja auch nichts irgendwie damit zu tun, dass du schwach bist, sondern manchmal hat das auch einfach damit zu tun, dass du jemand bist, der nachdenkt. Weißt du, was ich meine? Manchmal kann die Abwesenheit von Angst auch Naivität oder Leichtsinn sein. Bis hin zu Dummheit. Wisst ihr, was ich meine? Zu sagen, also eine Angst sozusagen jemandem vorzuwerfen, ist ja völlig absurd, oder? Genau genommen. Weil, was soll denn das? Was kannst du denn dafür, dass du Angst hast? Kannst ja nichts gegen unternehmen, oder? Ich glaube nicht. So, Viadukt. Und hier lang. Rüber geslidet. Ist wieder so in den Berg gebaut, ne? Glaube ich. Jo. Und da müssen wir definitiv so und so zurückgehen, um die Sachen wegzubringen. Oder? Oder ich schmeiße jetzt erstmal hier vor. Ja, nee, dann stacken sie sich nachher nicht richtig. Ich bring's kurz zurück. Aber ich gehe trotzdem in die Mine, weil... Ja, wohl gut ausgeruht, ne? Ich ruhe mich gut aus, aber gehe nicht schlafen. So machen wir das. So. Oh. Ist auch gerade ganz schön am Gallern. Ohne Lampe, ne? Das ist irgendwie ungewohnt. Fällt mir gerade auf. Oh, stimmt. Und meine Spitzhacke könnte ich reparieren. Obwohl, brauchen wir gar nicht, ne? Jetzt bin ich schon hier unten. Zack. Und den Froststab. So. Gut. Der Rest ist okay. Huch.
flauschig. Es tut mir leid, ich muss vorbei. Nachtmusik, jetzt aber los. Ich habe immer noch jedes Mal das Gefühl, dass Schnuffi unten rumrennt. Ey, da mache ich aber ein Fass auf. So. Ach stimmt, ich wollte nicht schlafen gehen. Ich stelle mich mal so dahin. Weil, wenn Nacht ist, ne, sind wir sowieso unter Tage. Obwohl, wenn es dann nachher, wenn wir nachher rauskommen und es noch Nacht ist, Mal schauen. Ich gehe jetzt erstmal in die Mine rein. So, und hier erwarten uns ganze 13 Gelfropfen. Das ist natürlich erfreulich, also nichts wie rein da. Energieschild. So. Food. Ach, ist schon. Gut. Da. So, dann erstmal hier hingehen, alle herlocken. Klopf, klopf. Moin, moin. Jetzt hätte ich gern so einen Schellenkranz oder so. Oder hier so eine Triangel. Ne, mit der man immer zum Essen ruft. Ding, 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 ding. Damit schön jeder weiß, dass ich da bin. Kann ich schön hier am Safe Space alle platt machen. Aber gut, dann nicht. Aufpassen, ne? Die könnten mich umzingeln. Schön alles im Blick behalten. So. Hier ist schon mal einer. Da muss ich auf jeden Fall Strichliste führen, weil hier komme ich immer durcheinander bei dem 13er. Das ist auch die beste Mine, die wir je gefunden haben. 13 Pfropfen. Das ist gar nicht so wenig. So, ist da unten ein Pfropfen? Nee, ne? Gut. Auf Wiedersehen. Ich gehe mal hier rüber. Ach, da war ich gerade schon. Gehen wir mal platt. Da ist noch einer, der rumfliegt. Kommt der zufällig auch hier rauf? Jo. Und tschüss. So, dann gehen wir mal hier zur nächsten Tür. Ach so, das ist die. Dann hier hin. Zack. Oh. So, und zack. Drei. Und hier ging es auch noch nach oben, ne? War das nicht so? Und da kamen auch immer Viechers raus. Boah, was geht denn hier ab? Wow, zwei Sternezecke. Auf Wiedersehen. Huch, habe ich weggekloppt. Aber ich glaube, sie sind noch gestorben. Weil mein Feuerball sie eben gerade eingezündet hat. Oh, oh. Verzieh dich bloß, das ist mein Safe Space. Ist hier nichts verloren. So, her mit dem ganzen Loot. Sehr gut. Und rüber da. So. Aua, Mann. Unser Energieschild hat ordentlich Damage genommen. Ich glaube, das ist jetzt ein One-Hit. One-Hit-Wonder. Oh, oh. Und da kommt direkt er. So. Und tschüss. So. Huch. Wo kam die denn her? So. Hätten wir die auch. Und Energieschild ist wieder refreshed. Und dann kann ich jetzt hier endlich... Oh, doch nicht. Ist hier jetzt Ruhe. So. Sehr gut. Immer noch nicht. Mann! So, jetzt ist hier aber Ruhe. Weil dann kann ich nämlich den hier auch gleich aufnehmen. Nummer 5. So. Das alles aufgesammelt. Und wir halten uns erstmal links, ne? Wenn wir hier rauskommen, hier ist nichts. Hier in dem Gang ebenfalls nicht. Dann hier lang. Hier. Und hier hoch. Da lang. Ich höre es tippeln. Kann aber auch da oben sein. Sehr wahrscheinlich ist es da oben. Oh, nee, er hier ist es. 6. So.
Ich gehe mal die Treppe hoch. Und ich wette, da sind richtig viele, wenn nicht sogar ein Soldat. Ja. Da höre ich ihn direkt stampfen. Ja toll, wie komme ich jetzt da hoch? Kommt er hier runter? So, der eine ist schon mal tot. Ih, Alter, der Soldat ist ja widerlich. Ah, er kommt runter. Energieschild kaputt gemacht. Das ist natürlich dreist. So. Oh, ist das jetzt hier ein nerviger Kampf? Ein Krampfkampf? Ah! Moin, moin! Wie brav die immer die Treppe nehmen. Ist irgendwie süß. Wären sie nicht so widerlich. Und so eine hässlichen Viecher. Hm, ja, wie mache ich denn den da jetzt platt? Das dauert mir ein bisschen zu lange, ehrlich gesagt. Hm, ich gehe mal so hoch. Da, so treffe ich ihn. Oh ja, so mache ich richtig schön saftig Damage. Das war gerade seine Schwachstelle, ne? Dieser rote Bereich. Deswegen hat er gerade gelben Schaden gekriegt und nicht weißen. Aua! Dass er aber auch mit einem Schlag immer unser Energieschild down macht. Not bad. Der Herr. Oh. Der hätte mich sowas von angreifen können. Aber er hat mir eine Chance gelassen. Das ist natürlich nett. Das sind sehr kulante Sucher. Die sind fair. So immer ein fairer Kampf. Basiert immer auf Ehre auch. Sehr ehrenhafte Kreaturen. Mach nicht. So, her mit dem Stuff. Und dann gehen wir mal... Ja, hier als erstes.